EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Umrisse ihres neuen grünen Deals für Europa vorgestellt. Die EU soll damit zum weltweiten Vorreiter beim Klimaschutz werden. Die EU soll bis 2050 klimaneutral werden. Bis 2030 soll der Kohlendioxidausstoß um mindestens die Hälfte sinken. Das Referenzjahr ist 1990. Beim Verkehr will die EU weitgehend auf alternative Antriebstechniken umsatteln. Der Emissionshandel soll auf die Schifffahrt ausgeweitet werden. Der Flugverkehr soll eingegrenzt werden. Dazu liegt der Vorschlag einer Kerosinsteuer vor. Energieeinsparungen will die EU-Kommission zum Beispiel mit der Gebäudesanierung voranbringen. Kommen soll Energie künftig nur noch aus erneuerbaren Quellen. Unter anderem soll die Windkraft ausgebaut werden. Umstritten ist bislang die Rolle der Atomkraft. Die Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln und Antibiotika in der Landwirtschaft soll stark eingeschränkt werden. Wälder sollen wegen ihrer Funktion als Kohlendioxidspeicher erhalten und aufgeforstet werden. In Städten sollen mehr Bäume gepflanzt werden. Stahl soll in der EU künftig sauber mit Wasserstoff produziert werden. Für E-Auto-Batterien sollen umweltfreundlichere Produktionsweisen entwickelt werden. Um Ländern außerhalb der EU Anreize zu mehr Klimaschutz zu geben, soll der Klimagedanke in der EU-Handelspolitik verankert werden. Angedacht ist auch ein Steueraufschlag auf Importe aus Ländern, in denen Klimaschutz nicht so groß geschrieben wird. Die EU-Institutionen sollen von 2030 an eine zumindest neutrale Kohlendioxidbilanz vorweisen. Das dürfte die Frage nach dem Sitz des EU-Parlaments aufwerfen. Das Pendeln zwischen Straßburg und Brüssel ist wenig klimafreundlich. Für den grünen Wandel sind laut Kommission jährlich Zusatzinvestitionen von 260 Milliarden Euro nötig. Dieses Geld soll aus dem öffentlichen und aus dem privaten Sektor kommen. Die Europäische Investitionsbank soll mit der Vergabe günstiger Kredite weitere Investitionen mobilisieren.